Herzlich willkommen in der Finca Pubu in Campané auf Mallorca. Sie könnten hier sitzen. Sie könnten aber auch hier sitzen. Sie könnten aber auch hier sitzen. Sie könnten aber auch hier sitzen. Direkt aus Ihrem Schlafzimmer raus. Sie könnten auch hier sitzen. Oder hier. Sie könnten auch hier liegen. Oder aber auch sitzen. Oder hier. Oder hier. Sie könnten aber auch hier sitzen. So, wir haben hier eine wunderschöne Finca mit drei Schlafzimmern, drei Bädern, einem Wohnbereich, einer Küche, die auch sehr, sehr gut ausgestattet ist. Das heißt, es ist wirklich alles dabei, Besteck, Geschirr mit einer Spülmaschine. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Vorne haben wir unsere große Einfahrt. Hier kommt man über das Tor mit dem PKW reingefahren, was man dann hier im Schatten parken kann. Das Gelände hier ist auch sehr, sehr groß. Man hat hier wirklich seine Ruhe. Man hat hier viel, viel Platz. Hier haben wir nochmal eine große Plantage mit allen möglichen Obstbäumen. Ich glaube, Orangen habe ich gesehen, Zitronen habe ich gesehen. Kürbisse wachsen hier. Hühner gibt es hier auch. Die schauen wir uns mal an. Ich sehe, Tomaten wachsen hier auch beispielsweise. Und hier ist unsere kleine Ente, die nämlich immer auf der Flucht ist. Hier haben wir jeden Morgen frische Eier. Das ist was Tolles. Also wirklich sehr, sehr schön mitten in der Natur gelegen. Aber gucken wir uns noch mal das Haus ein bisschen genauer an. Sehr schön so der Blick von hier aus dem Garten auf das Haus und die Ente. Was ich auch besonders schön finde hier mit dem ganzen Garten, ist, dass es überall so ganz, ganz kleine Details gibt. So ein Ackerflug oder sowas. Und da hat man wirklich überall, in jeder Ecke, so hier eine Vase, da eine alte verrostete Schere. Und das ist wirklich sehr, sehr charmant gemacht. Auch mit den ganzen Laternen, die dann abends leuchten. Wirklich, wirklich richtig schön. Auch der Blick hier von der Zufahrt direkt auf das Highlight, ein Infinity Pool, der immer wohl temperiert ist und für 6 Leute auch locker ausreicht. Schattenplätze, man hat hier eine Terrasse auch vor dem Haus, sodass man da ja auch mal bei schlechtem Wetter oder wenn man mal aus der Sonne raus möchte, sich dort platzieren kann und entspannen kann. Kommen wir in die Küche. Hier haben wir auf jeden Fall wirklich eine große Küche mit einem großen Kühlschrank. Ja, also da passt wirklich einiges rein. Sehr hoch verarbeitet die Küche mit einer Granitplatte. Wie gesagt, alles ist hier da, vom Besteck über Teller, Töpfe. Wir haben eine Mikrowelle, einen Ofen, Spülmaschine, Gasherd. Hier ist wirklich alles, was man braucht. Weiter ins Wohnzimmer, was wir hier eigentlich kaum genutzt haben. Also hier kommt man eigentlich rein. Das heißt, hier lässt es sich auch wahrscheinlich im Winter sehr gut aushalten mit einem Kaminofen, Fernseher. Eine bequeme Couch. Hier wären dann noch zwei Sitzmöglichkeiten, sprich einmal hier und auch nochmal in der Küche. Oder hier theoretisch noch, das kleine Office. Hier geht es dann ins Halbgeschoss, kleines Treppenhaus. Hier ist eine verschlossene Tür. Hier haben wir ein kleines Bad. Aus Anschlägen. Dusche gibt es glaube ich auch, ne? Genau. Ein kleines Schlafzimmer, sehr gemütlich, sehr mallorquinisch mit Wandschrank. Und dort vorne könnte man theoretisch noch auf die Terrasse gehen. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Hier geht es dann weiter hoch. Fangen wir erstmal mit dem größten Badezimmer an. Das schaut so aus. Upsala. Großer Spiegel, große Ablagefläche mit einer Eckbadewanne, die wir natürlich bei 30 Grad auch gar nicht genutzt haben.
Eine Dusche, auch vollkommen ausreichend. Das Einzige, was nachts wirklich nervt, ist die Tür. Blumenzweckvase. Natürlich die großen Räume, sprich das Wohnzimmer und auch der Flur klimatisiert. Hier haben wir noch ein weiteres großes Schlafzimmer. Auch sehr, sehr schön eingerichtet vom Platz her. Also wirklich alles, was man braucht, zumal man sich ja sowieso nur außen auf der Terrasse aufhält. Dann geht's ins letzte Schlafzimmer. Das ist hier. Hier auch nochmal mit so einem kleinen Fenster mit einem richtig schönen Blick nach außen. Genau. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Auch für die Kleinen ist was dabei. Eine Schaukel, die sogar mich hält. Im Schatten gelegen, so halb. Das macht Spaß. Und jetzt schauen wir uns mal den Pool an. Das Wichtigste bei diesen hohen Temperaturen, viel trinken. Ein kühles Blondes hilft auch auf Mallorca dagegen. Das Highlight des ganzen Hauses ist hier natürlich der Pool. Hier lässt es sich bei Temperaturen von 30 und über 30 Grad ganz bequem aushalten. Und so lässt es sich eigentlich ziemlich gut leben hier. Und jetzt geht's zum Essen.